Endlich ist es soweit. Der Nintendo GameCube-Klassiker Metroid Prime aus dem Jahre 2002 ist ab sofort als überarbeitete Version für die Switch erhältlich. Die Spielentwickler laden dazu ein, in die Rolle von Kopfgeldjägerin Samus Aran zu schlüpfen und die verschlungenen Wege sowie miteinander verbundenen Gebiete eines ziemlich gefährlichen Planeten zu erkunden. Metroid Prime Remastered steht im Nintendo eShop als Download bereit, wurde selbstverständlich aber auch physisch veröffentlicht. Schon allein die erneuerte Grafik, der verbesserte Ton und die aktualisierten Steuerungsoptionen sind es wert, diesem Universum erneut einen Besuch abzustatten. Ganz gleich, ob ihr mit dem Franchise aufgewachsen seid oder zum allerersten Mal damit in Berührung kommt. Wie ihr euch durch die Spielwelt bewegt, ist eure Entscheidung. Beispielsweise könnt ihr die brandneue Doppelstick- oder intuitive Bewegungssteuerung einsetzen, doch auch die klassische Steuerung kann angewandt werden. Als Spieler ist es eure Aufgabe, die niederträchtigen Experimente der Weltraumpiraten aufzudecken und Informationen zu der toxischen Substanz zu sammeln, die den Planeten verwüstet hat. Während ihr euch in Metroid Prime Remastered in ein actiongeladenes Abenteuer stürzt, trefft ihr auf außerirdische Kreaturen, Weltraumpiraten und energieabsorbierende Metroids. Zudem werdet ihr die Gelegenheit dazu haben, an viele Orte zurückzureisen, die versperrt waren. Rätselliebhaber kommen hier also voll und ganz auf ihre Kosten. Mit anderen Worten, darauf haben die Fans gewartet.